Tranquilo, 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 tranquilo. Jo, herzlich willkommen, ihr Hübschen. Ich bin der Marc und ich übertrage auch am heutigen Sonntag wieder einmal einen Finaltisch von der diesjährigen World Series of Poker Online. Event Nummer 78 steht auf dem Programm. Und das sehen wir hier. Es ging gerade ziemlich schnell. Ass Dame hat versucht, gegen Asse zu verdoppeln. Hat nicht funktioniert. Da ist eben Spieler 11 gebastelt, der saß da unten irgendwo, wo jetzt keiner mehr sitzt, und der Kollege mit Ass 10 aus Argentinien hat davon profitiert. Ja, wir sind noch zu 10. Zu 9 beginnt der Finaltisch, es ist ein Turbo-Turnier, das heißt, allzu lange kann es nicht dauern, aber wer weiß, wir warten mal ab. Bernie, ominöse Grüße und herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Das ist der erste Finaltisch übrigens, den ich in einem langärmlichen Oberteil kommentiere. Aha. Ganz schön frisch geworden, oder? Mein Gott, was ist mit dem Wetter los? Regen, Wind. Pff, 15 Grad nachts. Und das Ende August, meine Güte. Winter steht vor der Tür, hä? Huh? Ihr Hübschen, ich habe übrigens keine Ahnung, wer am Nachbartisch noch so rumsitzt, ja, aber was die Deutschsprachebeteiligung angeht, sieht das hier erstmal nicht so groß aus, ja. Was haben wir hier dabei? Argentinien, Ukraine, Macau, China und Kanada. Vielleicht haben wir ja wieder unseren Quoteninder und unseren Quotenösterreicher am Nachbartisch sitzen. Muss noch abwarten. Bernie sagt, Marc, du sollst mal bitte Christine anschreiben. Weil sie macht eventuell die Woche auch Community-Treffen. Was? Christine macht irgendein Community-Treffen? Warum? Was? Und warum schreibt sie nicht mir? Wäre doch viel leichter, wenn sie irgendwas von mir will, dass sie sich bei mir meldet. Aber vielen Dank für die Info. Worum auch immer es geht. Jay, grüß dich. Herzlich willkommen. Just one time, was hast du denn vor mit deinen Kings? All in für 4 Millionen, okay. Sportlich, da wird er definitiv kein Call kriegen. Dessen bin ich mir mal sicher. Ganz schön großer Haufen, noch 4 Millionen, noch für ein Turbo-Turnier. Muss das direkt rein? Ich glaube nicht, da kann man noch ein bisschen... Trappy, Trappy, Erlkönig, mein Guter. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Wir müssen mal gucken, wird vielleicht noch eine längere Nacht. Wir haben ja nachher noch einen anderen Final. Ich habe da eben mal geschaut, da waren noch irgendwie so 70 left in WSOP Event Nummer 76. Aber erstmal kommt der. Erstmal kommt das Turbo-Event. Ganz klar. Und dann werden wir nachher den anderen Finaltisch vielleicht noch mit dranhängen. Schauen wir mal, schauen wir mal.
Bin gespannt, was Ascen hier im Smallblind macht. Glaube nicht, dass Cut-Off-Button angreifen. Genauso sieht's aus. Ist halt die Frage, Raisen, wenn ja, wie groß? Nur auffüllen, folden geht nicht. Obwohl man natürlich nicht unbedingt out of position gegen den Chipleader spielen will, aber... Zumindest der Chipleader an diesem Tisch weiß nicht, wie der andere Tisch aussieht. Und da haben wir den Salat. Das könnte eine lustige Hand werden. Das könnte ein interessantes Ding werden hier. Okay, Kabuzi checkt das Ding behind hier mit seiner 7. Hätte ich mir da etwas druckvolleren Vortrag vorgestellt, aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Kleine Wette fühlt sich richtig an. Tja, was machst du jetzt? River, check call, check fold. Selber nochmal anspielen. Offensichtlich nicht. Ich denke, Kabuzi wird aber seine 7 ja auch nicht nochmal anspielen. Das Ding geht einfach so rüber. Ja. Neuner und Achter, okay. Kann durchaus sein, dass wir jetzt hier in dieser Hand unsere FT-Bubble klären. Wenn jetzt nicht vorne aus irgendwelchen völlig unnötigen Gründen irgendjemand Chips anfasst. Aber wenn der Button open raised mit Neunern, dann geht der Big Blind rein, der Button called. Das kann eigentlich nur blockiert werden, indem hier irgendjemand mit einer anderen krummen Hand sich einmischt und wir sehen, wenn es zum All-In kommt, dann haben die Achter hier richtig großes Problem, weil zwei Achter sind außen Spiel. Im Cut-Off und im Smallblind liegt jeweils eine 8. Oh Gott, Mr. Water aus Macau. Du wirst jetzt aus dem Turnier rausfliegen, mein Guter. Ob du willst oder nicht. Ob du willst oder nicht. Wird aber jetzt nicht Achter folden, oder? Oh Gott. Nee, oder? Nee. Na, ich möchte wohl meinen jetzt reinnehmen ist. Also, da wird gleich irgendwas von 20% stehen. Ist aber Quatsch. Beide Achten sind schon raus. Der muss irgendwas mit Straßen zusammenbasteln. Okay, hat sich erledigt. Wir haben unsere Final-Bubble soeben platzen lassen. Mr. Water aus Macau wird nicht am Final Table teilnehmen. Das bringt mir... Oh, am Nachbartisch ist auch jemand gebastelt. Das heißt, wir starten eine FT zu 8. Okay, nice. Und da ist doch ein Österreicher, siehst du? Mexikaner. Oh, Timothy West. Den hatten wir letztens schon mit dabei. Aha. Robin Berggren, Soyo Kim, Twembui. Habe ich da mal ein Este? Okay, auch nicht schlecht. Leute, ich begrüße mal hier die Chatbox. Wen haben wir denn jetzt noch alles wieder am Start? Neben dem R-König. Ach, noch gar nicht FT. Dachte, ich habe die Hälfte verpasst. Nee. hast du nicht. Wären auch merkwürdige Real-Namen gewesen. Das ist richtig. Ölli, grüß dich. Grüße. T-Tombard, moin an alle, moin auch an dich. Obligatorische Frage, seid ihr schon wach oder seid ihr noch wach? Ist bei euch noch Sonntag oder ist bei euch schon Montag? Bastip95, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen zu Finaltisch von WSOP Event Nummer 78. Es geht gleich los. Der Seed Draw noch und dann passt das. Frech nicht mal zurück begrüßt wird man hier. Ach ja, doch. Das machen wir schon. Dafür haben wir doch den Chat. Und ich rede ja sehr gerne mit euch. Deshalb ermuntere ich euch auch immer dazu, viel zu schreiben, da ich immer viel mit euch zum Quatschen habe. Aber musste gerade eben erstmal auf die Tischdynamik eingehen. Da waren ja ein, zwei interessante Hände. Deshalb hat das ein Minütchen gedauert. Ölli, nimm's mir nicht übel. So, Nico Koop, wer bist denn du eigentlich?
Meine Fresse Gulasch. Grüße, herzlich willkommen. Schön, dass du direkt mal reinschaust, nachdem du gerade vor ein paar Minuten erst dein Follow dagelassen hast. Und ja, wie gesagt, herzlich willkommen zum Finaltisch von WSOP-Event Nummer 78. 1.000 Dollar war das Buy-In. Ein Turbo No Limit Hold'em Turnier. Und es wird weiterhin Turbo sein. So heißen, ich denke, es wird auch nicht allzu lange dauern, bis hier der Sieger feststeht. Denk mal so Stunde, anderthalb, zwei Stunden werden wir nicht erreichen. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber schauen wir mal. Wir lassen uns überraschen. So, Nico Koop. Gibt es über dich irgendwelche Infos oder nicht? Was haben wir hier? Timothy West gibt direkt alles, was er hat. Oh Gott, was ist denn das schon wieder für eine erste Hand? Hier sind alle ein bisschen bescheuert. Da wird eiskalt mit Zweiern isoliert. Ganz klare Sache. Die Vierer ausgedrückt. Timothy West kann hier groß rauskommen. Denn Simon sind sehr, sehr gut unterwegs gegen die Zweier. Und auch gegen die Vierer jetzt gereicht. Schön. Schön. Knapp 2 Millionen. Wie viel hat er reingestellt? 400.000 oder so. Das hat sich ja richtig gelohnt. Meine Fresse. Das hat sich aber richtig gelohnt, okay? Nein, ist nicht so, als wäre er jetzt wieder mitten im Spiel, aber zumindest hat er mal wieder 10 Blinds. Bernie sagt, Nico Koop, guter Mann. Echt, kennst du? Kennst du? Ja, der König fragt, wie war der Grind? Ich habe nicht gespielt heute. Bin früh aufgestanden, hab ein bisschen Cash Game gedaddelt, bin dann mittags an den Fernseher ran. Tour de France. Geschaut bis in Abend rein und dann beim Champions League Finale der Damen eingeschlafen. Allerdings nicht, weil das Spiel so scheiße war, sondern weil das mein Plan war, zwischendurch nochmal ein, zwei Stündchen zu schlafen. Bevor ich dann hier wieder Nachtschicht mache. Ihr wisst ja, die Sonntage, die gehen bei mir gerne mal bis Montag, Mittag um 12. Je nachdem, was für Finaltische auf dem Programm stehen. Von daher wollte ich vorbereitet sein, nochmal mit der einen oder anderen Stunde extra Schlaf. So, Tombard. T. Bombard ist noch wach. Der Sunday Grind kommt ja langsam zu Ende. Bisschen Minus alles im Rahmen ist für einen Sonntag immer gut. Bisschen Minus ist für einen Sonntag schon ein weltmeisterliches Ergebnis. Ja, die kennt den, okay, aber früher auf dem CCC und ist irgendwie auf den Highroller-Tischen unterwegs. Alles klar. Nico, dann. Hoffen wir, dass da was geht. Meine aktuell im Chip-Lead, mit über 11 Millionen hier. Einziger Spieler, der überhaupt zweistellig in den Millionen unterwegs ist. Geil, vielleicht kriegen wir es endlich mal hin. Ein richtiges, offizielles, nicht irgendwie unter falscher Flagge spielen, sondern so ein richtiges deutschsprachiges Bracelet hier bei mir im Stream. Das wär's doch mal, oder? Nico, komm, zieh durch. Das kriegst du hin, oder? Musst du mal ein bisschen an uns denken hier. Was ist das eigentlich für eine Hand? Ah. Das ist aber ein spannender Turn, okay. Oh Gott. Das kann ja was werden. Carsten Schelle ist da. Hallöchen. Ja, gibt's am River nochmal eine kleine Value Bet oder was? Die 5 sieht da eigentlich relativ entspannt aus. Snap Check Behind. Uiuiuiui, da ist aber jemand tight. Können wir uns nochmal kleines Millionchen, kann man doch mal reinfallen lassen, oder? Gibt's doch bestimmt nochmal einen Call. Hat sich dagegen entschieden, okay. König sagt, Truthteller saß letztens mit deutscher Fahne am VIP-Tisch. Okay. Ja, Deutschland ist mittlerweile das Land, wo die ganzen internationalen Pokerflüchtlinge sich anmelden, um Online-Poker zu spielen. Geil, ne? Hat man auch so nicht kommen sehen. Früher war es so, dass die ganzen Deutschen abhauen in andere Länder.
mittlerweile so, dass die ganzen Leute aus den anderen Ländern herkommen. Elki beispielsweise spielt ja auch unter deutscher Flagge. Letztes Mal gesehen. Elki, der alte Franzose. Aber gut, Frankreich darf halt hier nicht mitmachen. Von daher, ab und zu sieht man eine französische Flagge. Ist dann allerdings nicht Frankreich, sondern irgend so ein bisschen Kolonialsachen von früher, was irgendwie immer noch unter französischer Flagge quasi existiert. Irgendwie. Was hatten wir da? Der eine Typ, der aus irgendeinem Inselstaat kam, wo bloß 500 Leute leben. Der Bürgermeister. Elki ist ein wahrer Deutscher, okay? Das wusste ich noch nicht, aber gut, dass du sagst, Carsten. Vielen Dank für den Hinweis. Der Jager aus Estland. Good luck, guys. Fällt aber früh ein. Mensch, wir spielen doch schon 5 Handy hier am FT. Leute, wir schauen uns mal die Aussagenstufen an, okay? Platz 9 habe ich zwar hier mit drin im Command, aber Platz 9 ist schon gebastelt, bevor der Finaltisch losging. Das heißt, wir starten jetzt hier zu 8 das Ding. Aktuell haben alle sicher knappe $29.000. Und on top gibt es etwa $260.000. Und ein WSOP Europe Package. Ich glaube, so wie die mit diesen WSOP Europe Packages rumschmeißen, das ist, also ich glaube, die WSOP Europe wird ausnahmslos besetzt sein mit irgendwelchen Turniersiegern von irgendwelchen Events. Da sitzen nur Turniersieger drin, da meldet sich niemand für an. Außer die absoluten Top-Racks, die kommen und halt so ein paar Bracelet-Gewinner und so. Das wird bestimmt ein schönes Feld. Timothy West. So, mein Gut, da muss ich direkt nochmal gucken, welches. Timothy West Poker. In welchem verrückten Turnier hatten wir dich denn hier eigentlich schon mit dabei? Ich kann mich entsinnen, der war hier auf jeden Fall bei mir schon mit am Start. 4. Platz. Ach na schau, da haben wir es doch. Genau, das war's. Im $840 Turbo Bounty. Turbo Turniere scheinen sein Ding zu sein. Der feine Herr. 2 Finaltisch, 2 Finaltische während einer WSOP ist schon okay. Also wenn er auch die ganzen großen Buy-ins durchhämmert und den jetzt hier am 1000 LFT sitzt, jetzt hat er schon mal knapp 30 sicher, bei dem anderen gab es, was habe ich gerade gesagt, 56. Dann könnt ihr ja eigentlich mit dem Ergebnis jetzt aus dieser WSOP möglicherweise, je nachdem, wie er so... Ja, warte mal, hier gab es noch einen kleinen Cash. Da gab es auch noch ein bisschen was zurück. Ja, sieht nach einer ganz okayen Plus-Minus-Null WSOP aus bislang. Und wenn er das gewinnt, dann wird er gut vorne sein, möglicherweise. Ass-König fährt ein. Deutlich über 20 Blinds. Hatte keinen Bock, dass hier irgendwas anbrennt. Sich hier irgendjemand in irgendwelche Sachen verwickelt, deshalb wird das direkt platziert. Carsten Schelle fragt, wie war euer Grind, Männer? Alle Frauen bitte nicht antworten, nur die Männer. Sagt mal Bescheid, wie euer Grind war. Mein Grind gab's heute nicht. Habe heute nicht gespielt. Ah, doch, Cash Game habe ich gespielt. Lief schlecht. Aber ich hatte nichts mit den Sonntagsturnieren zu tun. No Limit Hold'em Cash Game habe ich heute gespielt. Geiles Spiel. 2 Karten und so. Hat schon ab und zu mal was. Und ich habe es geschafft. Ich habe ein Fischbuffet noch aufgemacht. Min Cash. Habe exakt das kleinste rausgeholt, was zu holen war. Das war nicht so cool.
Also im Cash Game schlecht gelaufen und im Fischbuffet auch noch versagt. Das war definitiv kein besonders erfolgreicher Tag. Aber gut. Tim ist all in mit Ass König. Ich glaube nicht, dass hier irgendwas passiert. Ja, das passt. Marc, welches Tier bist du? Oh, ich bin irgendeiner von den großen Walen. Ich habe jetzt Bronze, Silber, Gold, Platin auch schon durch. Ich glaube, ich bin der allerletzte, der allergrößte Wal, den es gibt. Was kommt denn da noch? Was kommt denn nach diesem... Warte mal, Bronze, Silber, Gold, Platin und irgendwas kommt da noch, oder? Irgend so violettfarbener Wal müsste ich jetzt sein. Bernie, leichtes Plus, das ist doch nicht so schlecht. Black, echt, das sah so violett aus. Das sah irgendwie so lila aus. Naja, ich schau direkt nochmal nach. Was haben wir hier? Keiner irgendeine Hand außer der Big Blind. Okay. So, Tintenfisch, Krabbe, Wal, wo sind wir denn? Ach, Diamant! Diamantwal muss da offensichtlich sein. Aber warum ist ein Diamant lila? Ganz komisch. Naja, okay, wurscht. Auf jeden Fall kommt er danach bloß noch Hai. Oh. Mal schauen, wie es wird. Black steht da nicht. Da steht ja, bei mir steht Diamant. Aber ist ja auch egal. So, Nico. Verzetteln wir uns jetzt hier ein bisschen mit Ass 5 oder... Nee, gute Idee. Gute Idee. Mit Ass 5 gegen Asse spielt sich's relativ schlecht. Black gibt's beim Hai. Achso, ja, pf, was wisst denn ich? Oh, ja, mal, jetzt müssen wir gleich nochmal aufmachen. Wenn wir bei dem Thema schon sind, dann können wir auch gleich nochmal komplett nachgucken, was mich beim Hai dann so erwartet. Beim Hai gibt's. Ja, da ist das ganz, ganz Größte, was man erreichen kann, ist der schwarze Hai. Das ist korrekt. Was haben wir denn da eigentlich für einen Turnus? 30 Tage, 100.000 Punkte. Boah, pff. Da muss man aber schon hacken, ne? Da muss man aber schon ganz schön hinterher sein. Naja gut, vielleicht gibt es ja denn... Im September sind ja irgendwann denn die WSOP-Finaltische auch mal durchgespielt. Möglicherweise habe ich dann auch wieder mehr Zeit, um selber zu spielen. Mich hier nachts nicht mal auf der Lauer sitzen. Stunde um Stunde. Gucken, wie viele sind noch drin. Ah, 20, okay. Hm. Naja, dann kriege ich gleich die E-Mail rein und dann können wir hier einen Stream anmachen und so. Ja, das Struggle is real, Leute. Aber macht ja auch Spaß, ist ja auch schön. Vor allem, wenn dann nachts immer noch Zuschauer am Start sind. Aktuell sage und schreibe 13 Stück. Unglaublich, gerade eben waren es schon 17. Alles immer sehr, 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 sehr lustige Dynamik. Ich habe, egal was für ein FT, egal zu welcher Zeit, wenn das Heads-Up durch ist, wenn die letzte Hand gespielt ist und der Gewinner feststeht, habe ich immer ziemlich genau gleich viele Zuschauer. Es ist immer so 50, 60. Und vorher ganz, ganz schwankend. Ganz schwankend. Mal ganz wenig, mal schon am Anfang relativ viel. Die Elite ist da. Ja, Carsten, da sagst du was. Da sagst du was. Wenn ich in meinen Chatbox gucke, Bernie, Erlkönig, Carsten Schelle. Da kann eigentlich nichts mehr schief gehen, ne? So, was haben wir denn hier? Ass hoch gegen Bube hoch. Ass hoch immerhin mit einem kleinen Gatter. Bube 10. Sagt ciao, ciao. Und Nico schnappt sich einen Pott. Blinderhöhung. Was haben wir? 16 Hände pro Blindlevel. Ja, ja, gut. Das ist schon mal deutlich weniger als sonst. Sonst haben wir mal 30 Hände pro Blindlevel. Das heißt, auch an der Front wird es etwas schneller gehen. Möglicherweise wird dann noch das eine oder andere Level ausgelassen. Also 2 Stunden dauert das hier sicher nicht. Eine Stunde. Von jetzt an vielleicht noch eine Stunde. Vielleicht. Je nachdem, wie sich die Chips verteilen, vielleicht auch nicht, ne? Naja, wir warten es ab. Wir warten es einfach mal ab.
gespannt, ob Tim das hier platziert. Frühe Position, hat zwei Bilder. Die Blinds rücken näher. Okay, schmeißt weg. Gucken, was Nico in Small Blind mit Ass-König anstellt. Das wird gedreibettet, schön Druck machen. Gespannt, ob er reingeht. Ja, macht er. Schön. Schön, 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 schön. Bernie hat auf einem einzigen Bingo-Zettel hast du drei Bingos gemacht, oder was? Mit deiner letzten Hand, die du dann geschnappt hast, zack, drei Bingos. Wäre eigentlich geil, wenn man dann dreimal am Rad drehen darf, oder? Schon wieder Aces im Small Blind. Ah, da passiert wahrscheinlich nichts. Es sei denn, er macht hier irgendwelche tricky Geschichten und füllt vielleicht bloß auf. Das wäre natürlich. Nur auffüllen wäre natürlich so eine Sache, ne? Stell's rein, ja, dann gibt's keine Action. Interessant gewesen zu sehen, wie Tim West reagiert, wenn Small Blind nur auffüllt. Ob er dann sagt, okay, 3, 4, scheiß drauf, der füllt nur auf, ich versuch's. Und reinstellt, oder ob er das Ding Postflop ausspielt. Oh! Die Asse sind wieder gewandert. Jede Hand hier Asse dabei. Das gibt's doch nicht. Und da jetzt diesmal gibt's auch eine Gegenhand. Am Button mit Ace Queen. Und ich denke, Ace Queen ist hier möglicherweise ein Open Race. Und das wird ein direktes All-In werden, ja. Tim schmeißt weg. Die Asse Snapcallen. Schlechte Neuigkeiten für den Kanadier. Und Tim denkt sich, oh, geil. Den Geldsprung nehmen wir mit. Oh, was haben wir hier? Teilungsoption. Das ist keine Teilung. Leute, wir haben den Kanadier verloren gerade eben. Mit Asse, mit Ass-Dame gegen Asse war hier Ende Gelände. Aber ich glaube, da kann er nicht viel anders machen. Das fliegt halt rein. Ein schlechtes Setup in dem Fall. Für den 8. Platz gab es da etwa 29.000 Dollar. Wir sind noch zu 7. Aktuelle Aussagestufe sind knapp 40.000. So, Timothy, Anlauf. Wusch, rein das Zeug, genau. Nico immer noch im Chip-Lead. Zwar nicht mehr ganz so klar. Der erste kommt ein bisschen ran, nachdem er eben den Pot geschnappt hat, aber immer noch alles recht komfortabel. Sieben suited. Open Race hier ein Button. Bin gespannt, ob das verteidigt wird. Ne, Bube 4 fliegt weg. Und wir haben die erste Pause erreicht, ihr Hübschen. Wir haben wieder mal die erste Pause erreicht. Und ich denke, möglicherweise, da würde ich vielleicht diesmal sogar mich festlegen. Vielleicht auch nicht. Ich bin mir unsicher. Eine Pause könnte vielleicht noch gehen, aber dann geht es danach nicht mehr so lang. Möglicherweise die letzte Pause. Wir schauen mal. Auf jeden Fall schauen wir auch noch mal darüber hinaus auf mein aktuelles Giveaway. Es gibt 500 Dollar, die ich raushaue an euch. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne mitmachen. Meldet euch bei Natural 8 an, Ausrufezeichen N8 in den Chat oder tippt das ab, was da unten steht. Aber N8, Ausrufezeichen N8 in den Chat ist ein bisschen einfacher. Kommt der Link direkt. Und dann müsst ihr bis Anfang Oktober ein Netto-Rake in Höhe von mindestens 100 Dollar erspielen. Habt ihr noch über einen Monat Zeit.
ganz entspannte Aufgabe. Wer Fragen hat, meldet euch bei mir auf Facebook, Instagram, Discord oder. Und wer sich das gerne mal durchlesen möchte, Ausrufezeichen Giveaway in den Chat. Leute, gleich bin ich wieder da und dann geht's weiter an diesem Finaltisch, den wir uns zusammen angucken von WSOP Event Nummer 78. Bis gleich. Jo. Da sind wir zurück am Finaltisch von WSOP Event Nummer 78. $1.000 Buy-in Turbo Nolo mit Hold'em. Das stand hier heute auf dem Plan. Und alles, was ich sage, ist Nico. Nico. Nico.
Nico. Scheiße, ey. Endlich mal deutschsprachiges Bracelet hier bei meinen Finaltischübertragungen. Das wär's doch, oder? Ich hätte Bock und die Chancen stehen gut. Chips sind da. Bernie sagt, der Nico ist ein Guter, der kann was. Daumen sind auf jeden Fall gedrückt. Nico Koop. Nico Koop und Gäste. Wir haben auf jeden Fall zum jetzigen Zeitpunkt, gerade eben auch, der andere war ein Kanadier. Wir haben kein Land zweimal vertreten. China, Mexiko, Estland, Ukraine, Finnland, Argentinien und Österreich sind hier noch mit von der Partie. Bin gespannt, ob Robin hier sein Glück versucht und Ass 2 reinstellt. Bisschen risky, aber geht schon. Macht er, ja. König Dame callt sich hier sehr schlecht. Schön. Gefällt mir. War auch letztes Jahr EPD Barcelona Dritter für knappe 250k. Echt jetzt? Jetzt hör mal auf, ey. Hör mal auf. Mal gucken. Also Hentenbob kennt ihn auf jeden Fall nicht, ne? Nicht so richtig ans Ziel komme ich nicht, aber ist ja auch wurscht. Ach, das ist er. Ach so, das ist er. Alles Klärchen, okay. Ja, habe ich da zumindest schon mal gerade eben, wenn das mit dem Bild hier, wenn das passt, dann habe ich doch gerade schon mal einen optischen Bezug hergestellt zumindest mal. Na, das ist er doch. Das würde doch sein. Ah, kurz gucken. Bernie schickt links. Dankeschön, aber links werden noch blockiert. Da muss ich hier über meinen Nightbot mal reingucken. Was haben wir hier für eine Eskalation? Okay, Nico macht Druck, sucht sich ja allerdings einen falschen Spot raus. Hervorragender Flop, das könnte doch noch was werden. Und da ist die Straße, okay. Nico runnt offensichtlich. Wenn ihr keinen Bu bekommt, dann kommt nicht, dann nimmt er hier den Chinesen auf jeden Fall vom Tisch mit einem schönen Suckout. Ass 7 gewinnt gegen Ass Dame mit der Straße. Angenehm. Über 16 Millionen jetzt hier. Nico. Alter Vater. Nicht übel. 40.000 knapp werden damit nach China überwiesen. Aktuelle Auszahlungsstufe sind knapp 55.000. Bernie, danke. Thank you.
Tim ist halt immer noch drin, ne? Timothy West. Übelst short, aber hat auf jeden Fall schon mal den einen oder anderen Money Step genommen. Das ist schon mal gar nicht so übel. Ich denke, mit seinen 1,6 Millionen kommt er nicht mehr so weit. Wird wahrscheinlich auch demnächst mal wieder den Weg in die Mitte finden mit seinem Stack. Oh Gott, was ist denn das, ey? Queens im Cut-Off, Aces im Small-Blind. Wir werden wahrscheinlich wieder ein All-In ausspielen, ohne dass Timothy West beteiligt ist. Das ist spektakulär. Wir hoffen mal auf keinen Unfall. Kleine 3-Bet, okay. Bin gespannt, ob es... Ah, wird schon reingehen, oder? Also, Queens gegen Aces, also was... Oder callt er hier nur? Ah, geht rein. Geht rein, geht rein. Und da sind die schlechten Neuigkeiten. 13 Millionen im Pot. Und mit Queens gegen Aces steht man erstmal nicht so gut da. Das wird durch Flop und Turn bestätigt. Es bleiben noch zwei Outs, die am River reinflattern könnten. Das ist keines davon, egal was da aufgeblättert wird. Aces verdoppeln, hoch auf 13 Millionen. Der erste allerdings immer noch ganz okay dabei. 5,4 Millionen, das passt schon. Ist auf jeden Fall, klar, Rückschlag ist immer scheiße, aber es ist ein Rückschlag, den er sich durchaus erlauben kann. Ja, so macht man das. Einfach rein in den Mist. Mr. West kriegt auf jeden Fall keine Hände, die er irgendwie platzieren kann. Auch hier im Big Blind mit Dame 4 gegen UTG Race ist halt... nicht so, oder? Denkt auch er sich und schmeißt weg. König 4, damit wird er auch nicht First In kommen, weil ich sehe 10er und ich sehe Ass 10. So, Nico, jetzt die große Frage. Druck aufrechterhalten, ja oder nein? Schon wieder über 1 Million drin. Das könnte eigentlich auch schon wieder reinstellen, oder? Nee, 3 wettet bloß moderat. Kriegt einen Snap-Call von den 10ern. Floppt hier das Ass. Sein Gegner ist an dieser Stelle nahezu tot. Jetzt gibt es ein paar Teilungs-Outs. Heftig, aber wenn es läuft, dann läuft es. Ne? Schön. Schön, schön, schön. Und auch die 6 Millionen, die wird er einkassieren. Nico Kratz. Schön beim zweiten in Chips mal ein bisschen randaliert. Geht ja als erster Spieler überhaupt im Turnier auf über 20 Millionen Chips. Oh, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Starthände gibt es auch noch. Ass-König hinterher. Diesmal allerdings schlechte Neuigkeiten auf dem Flop. Finne trifft hier seinen Sechser, aber der Turn bügelt es natürlich gleich wieder aus. Alles klar. Geil. Oh, das sieht... also ich will mich ja nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber das sieht so gut aus, ne? Gute Hände, gute Treffer. Der Mann weiß, wie es geht. Gucken, ob er hier nochmal
1,2 Millionen extra abholen kann. Nico Hülsheim, sagst du? Kann gut sein, ne? Das kann gut sein. Das sieht echt gut aus, ey. Das sieht richtig gut aus. Gute Karten, guter Lauf. Alles unter Kontrolle. Gute Entscheidung bisher. Was soll anbrennen, ne? Jetzt kann er es halt richtig von oben spielen. Jetzt halt nicht so irgendwie Chip Lead 13 Millionen oder der zweite hat irgendwie so 10, 11 Millionen, wo du sagst, naja gut, wenn das eine große Hand wird, dann fällst du vielleicht auf die Füße. Jetzt hat er halt 23 Millionen und der Zweitplatzierte hat halt 7. So. Scheißegal. Ja, selbst wenn er einen Zweitplatzierten aufdoppeln soll, ist immer noch Erster. Leute, hier geht's rein. Ass König von Timothy West gegen die Neuner. Wir flippen. Wir flippen um den sechsten Platz. Der Flop ist erstmal okay für Ass König. Ein Out mehr, nämlich der Bube macht es jetzt auch noch. Aber spätestens jetzt sollte mir langsam was kommen. Das ist eine Bildkarte und da ist der König am River. Timothy West ist unsterblich. Überlebt auch die Nummer hier, geht wieder auf 2,6. Krass, okay. Mehr als der ganze Tisch zusammen, echt auf. 6, 12, 13, 19, 20, ja, etwa ziemlich genau das, was der restliche Tisch noch hat, ne? Mickey Mouse saß vorhin am Tisch direkt neben Neymar, okay. Main Event, oder was? Erlkönig? Oder was wurde da gespielt? Am 1K, ah. Na wie, ja, das habe ich auch gesehen. 5000er Turnier war es. Na, was denn jetzt? Ein 1000er oder 5000er? Was ist? Werdet euch mal einig. Ich glaube, es wird das 1000er, ne? Nico hält den Druck aufrecht. Stellt hier Zweier rein. Robin kann das Ding nicht callen mit Ass 8. Das macht er halt auch gut, ne? Der zieht den Jungs so richtig schön die Zähne. Da traut sich, ich sagte, irgendwann trauen die sich gar nicht mehr zu Open Raisen. Hat der Ukrainer eigentlich schon eine Hand gespielt? Einmal All-In war er vielleicht, ne? Sechser für 30, Blinds im 5K, ohne Druck. Klingt wirklich äußerst unnötig, ja? Aber gut, die genaue History kann ich jetzt auch nicht einschätzen. So, Nico tut gut daran, wenn er jetzt hier foldet, genau. Schön den Shorty mit drin behalten. Die Chips, die er da im Race investiert hat, die kriegt er gleich wieder rein. Kriegt er gleich wieder zusammengeklaut, das Zeug. Und solange die Shorties drin sind, können die anderen auch nichts machen. Sollten sie zumindest nicht. Andriy aus der Ukraine versucht es hier mal mit Dame 8 off, kriegt aber den Call aus dem Big Blind von König Bube in Herz. Es floppt direkt ein König und das sollte es normalerweise gewesen sein. Jawohl. Andriy aus der Ukraine scheidet aus auf Platz 6. Bekommt dafür knapp $55.000. Das geht doch schon ganz schön schnell, Leute. Ich hab's euch gesagt, das geht echt fix. So, Turbo-Turnier, das merkst du halt auch am Finaltisch noch, dass das Turbo ist. Wir sind noch zu fünft und betone es erneut, Timothy West ist immer noch dabei. Mittlerweile über $75.000 sicher. Das ist heftig, ne? Der wird sich bedanken. Gute WSOP. Gute WSOP. Bin gespannt, ob Nico reinstellt oder ob er es sein lässt. Mit 9,7. Geht rein hier. Denke, Mr. West wird ablegen. So ist es. König Dame. Auch nicht so schlecht. Kann man ja auch schon wieder reinstellen. Ne? Das
halt wirklich, wenn vor ihm jemand Open Race, sind immer über 1 Million schon im Pott. Oh, wow. Oh, der Flop ist heftig. Overcards und ein Gutshot für Nico. Open Ender für den Finn. Das könnte durchaus dramatisch werden. Okay, Snap Race. Wow, Nico legt ab. Krass, 6 Millionen schnappt er sich hier, der Finne. Lässt sich hier nicht mehr so einfach rumschubsen, wie es aussieht. Gute alte Blind-Duell. Dame hoch gewinnt, weil niemand sich traut, hier Chips anzufassen. Ja, könnte ich sagen, sieht auf jeden Fall gut aus für ein EU-Bracelet. Ja, EU ist mir doch wurscht, Mensch, hier, deutschsprachiges Bracelet will ich. Ich will endlich ein deutschsprachiges Bracelet. Was hatten wir bei uns? Das hatten wir doch auch schon. Großbritannien hat schon gewonnen und irgendwie, was gab's nicht auch schon, was gab's noch, gab's nicht auch einen Kroaten, der irgendwas gewonnen hat, also so europäische Bracelets hatten wir auch schon, aber mal so Deutschland oder Österreich, das wäre mal schön. Wenn ich sage, bei einer Abstimmung heute wäre es eindeutig, nein, wir sind zu fünf, ich mach die Abstimmung auf, Leute. Let's go. Wer gewinnt heute? Uch, Timothy, da fehlt es Y. So. Jago. Adnan. Robin. Oder Nico. 5 Minuten Zeit. Gebt eure Tipps ab. Geben Sie Ihre Tipps ab in der Umfrage oben im Chat. Und dann können wir mal gucken, wie hier so die Annahmen verteilt sind. Soll ich wieder einen Außenseiter-Tipp abgeben? Soll ich wieder mal einen Außenseiter-Tipp abgeben? Ihr sagt wahrscheinlich eh alle Nico, oder? Oh nee, oh, da ist ja schon hier. Oh Gott, das ist ja ganz schön zerpflückt hier. Schon 2 Stimmen für Tim sogar. Ach du Scheiße. Pass auf, dann schlüpfe ich mal hier rein. So. Schön, wieder super Spot für Nico, wie es aussieht. Open Race die Kings, kriegt Action vom Finn, der zweiter an Chips ist. Ist halt die Frage, Trappy oder einfach rein das Zeug. Ah, geht rein, okay, Ass 10 wird hier definitiv nicht callen. Wieder einfach mal so 2,5 Millionen Chips für Nico. Das läuft ja wirklich hervorragend. Das läuft ja wirklich Bombe. Zeigt jetzt Ass 10. Warum zeigt er denn Ass 10? Kings waren an einem Platz weiter zu Mr. West. Was kriegt ihr einen Call von Dame 9? Das ging relativ schnell. Das hätte ich nicht erwartet. Ach du Scheiße, Dame 9 floppt 2 Pair. Oh Gott, was ist denn das für ein unheimlicher Quatsch? Kommen wir mal Ass oder 3 auf hier. Ja, genau so. Bäh. Da
arme neuen Colters All In einfach so, als wäre es nix und Flop Top 2 oder was, ey. Ich glaub mich, dritten Pferd. Timothy West verdoppelt, knapp 5 Millionen. Ist damit in guter Gesellschaft. Was haben wir hier? 4,5, 4,6 und 4,7. Argentinien, Estland, Mexiko, alles Nachbarn. Oh, what? Nico kriegt's geschenkt vom zweiten in Chips oder was? Oh, geil. Neuner gegen Ass-6. Das musste jetzt wieder sein. Das musste jetzt wieder sein. Schönen Dank auch, ja. Oh, wenn er das Ding abholt, dann haben wir's. Dann haben wir's einfach so gewonnen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was war denn das für eine Scheiße, ey? Der Finne rastet völlig aus. Was macht er denn da? Stellt er komplett rein mit Ass-6 oder was? Drei Leute mit weniger Chips, der hat wohl keinen Bock mehr auf sein Leben. Oh Mann, ey. Das war eine Scheißhand, Leute. Die Hand war nicht cool. Die Hand war echt nicht cool. Es sind immer noch 17 Millionen und Nico ist immer noch in Führung. Also. Ruhig. Ja, kurzer Rückschlag. Weiter geht's. Gucken in die Umfrage hier. Oh, gut, ist nichts weiter passiert, okay. Ach, 6 heftig, oder? Wie er da 6 reinstellt. Für knapp 20 Blinds. Drei Shorties am Tisch, er und der Chip-Leader. Stellt Ass-6 in den Chip-Leader rein. Was für ein unfassbarer Quatsch. Naja. Ah gut, hat ja eben gegen das Kings All-In auch schon gesnap-called mit Dame 9. Also offensichtlich ist der Finne nicht ganz so fit. Hat aber trotzdem 2 Stimmen bekommen in unserer Umfrage. So, was haben wir hier? Nico hält einen Druck aufrecht mit 6, 7 Suited. Gibt auch ein paar Gegenhände. Gucken, ob Robin sich traut, seine Zehner hier zu platzieren. Aber ich denke, das sollte schon machen. 2 Millionen in der Mitte, 4 Millionen im Stack. Zehner sind Zehner. Abfahrt, let's go. Nico foldet. Und auch der Finne foldet. Wow, mega Pot für Robin, Alter. 2 Millionen einfach so einkassiert. Ohne Schwitzen. Und direkt nochmal Queens hinterher. Schlimmer wie im 2-Dollar-Turnier die A6-Hand. So, ihr Hübschen. Wer gewinnt heute? Das Abstimmungsergebnis lautet 4 Stimmen für Nico, aber auch 5 Stimmen dagegen. Was ist denn jetzt los? Geht das hier auch schon wieder rein? Dame gegen König 9. Nico jetzt hier deutlich hinten. König wird gesucht. Wow, und Robin geht hier wohl innerhalb von 2 Händen from Zero to Hero oder was? Hoch auf 12 Millionen und plötzlich ist der solide, mega, mega geile Vorsprung dahin. 11 Millionen Chips noch bei Nico. Ach Mann, ey. Oh, es hätte auch anders laufen können jetzt die letzten paar Hände, oder? König 9 muss nicht wirklich sein, ja. Folden alle zum Big Blind. Was ist hier los, Marc? Carsten, was soll los sein? Carsten Schelle, Monsieur, was soll los sein? Du siehst es doch selbst. Ja, das wird zumindest mal wieder ein Pot, den Nico sich abgreifen kann, denke ich, ne? Chiplead so kaputt machen. Er hat den Chiplead nicht selber kaputt gemacht. Chiplead wurde ihm leider kaputt gemacht von Ass-6. Mit 9er musste schon callen. Darf halt kein Ass kommen. Hat dann einen zweiten in Chips weg, dann sitzt er auf
Ja, was haben die anderen noch? 12 und er sitzt auf 40 Millionen oder was? knappen 40 und die anderen haben insgesamt noch 12. Zumindest mal über 30 Millionen. Bin jetzt keine Rechenmaschine, aber das wäre schon ein brutal guter Vorsprung gewesen. Aber wenn dann halt ein Ass floppt, wenn der Gegner aus Finnland mit Ass 6 einfach so reinstellt, na dann ohne Not normal ins Sets upgraden bei 24 Millionen. Wie willst du denn ins Sets upgraden? Kannst du nicht ja totstellen. Das geht nicht. Du musst ja irgendwie musst du ja am Spiel teilnehmen, um deinen Stack zumindest mal zu halten. Ja? Das heißt, wenn er jetzt einfach bloß noch Fold ist und wartet, dass die anderen irgendwas machen, dann wird es auch nicht. So, wenn der Button da reinstellt mit Ass 6, musst du mit 9er callen, geht nicht anders. Gut, was man da mit König 9 anstellen im Blind-Duell, weiß man nicht, können wir auch irgendwie anders aushandeln, aber grundsätzlich, so richtig viele Fehler habe ich da jetzt noch nie gesehen. Und ich meine, ist ja nicht so, als wäre er raus, hat er nur noch 11 Millionen, ist doch schon alles okay. Muss halt mal wieder eine gute Hand kommen und dann gehen wir wieder hoch auf 20 und dann sollte das ja möglicherweise passen. Aber wir schauen mal. UTG Limp mit König 9 off. Dreier Limp mit, nehmen die Einladung an. Das hier ist mal für niemanden so richtig was. Gucken, wenn König 9 anspielt, ist hier Ende. Ja. Meinst du König 9 Hand gegen Darm? Ja, ich meine, was hat er gehabt? Irgendwie 6 Millionen oder so? König 9 gegen Darm im Blind-Duell. Naja, mein Gott. Ist jetzt definitiv nicht der größte Fehler aller Zeiten. So, das All-In jetzt mit 6 dann zu callen, wäre auch nicht der größte Fehler aller Zeiten. Und trotzdem sind wir hinten. Ja? Das sind halt so Sachen, die sind okay. Ja, der eine macht so, der andere macht so. Passt schon. Neuner, gut. Timothy West wird ja aufdoppeln. Es sei denn, es fällt eine 6. Das ist ein... Oh, Pfosten. Naja, ja. Doch, dachte schon. Jetzt kommt hier noch die schwarze 6 reingeflogen. Ist aber die schwarze 7. Mr. West. Knapp. Nee, nicht knapp. Bisschen über 6 Millionen Chips. Oh, Turbo-Turniere, ne? Turbo-Turniere. Oh wow, das könnte richtig geil werden. Oh, wenn Robin hier schaufelt, was er durchaus machen kann mit 300, hat Nico einen Snap-Call. Called bloß, okay. Schade eigentlich. Schade, schade, schade. Da wäre er wieder richtig gut drin gewesen. Aber der Robin, der macht halt nicht so einen Quatsch wie der Finne, ne? Der spielt ein bisschen entspannter. Das mit der Riverkarten, dass die so aufgeht, ist schon geil. Ja. Hat schon was für sich. Manchmal ist es ein bisschen nervig. Insbesondere, wenn man selber in einem großen Pott drin ist und sich denkt, jetzt mach einfach auf den Mist, ja. Nico schiebt hier den Big Blind an, wo Timothy West mit König Bubel lauert. Aber foldet. Nicht unbedingt der Standardspielzug in dem Fall, aber gut. Aktuelle Auszahlungsstufe. Gut $75.000. Das Turniergeschehen scheint sich etwas zu verfestigen. Es hat noch niemand so richtig short gerade. Und niemand ist vorne so richtig weit weg. Ja, alles Faktoren, die dazu beitragen, dass das jetzt hier möglicherweise zu fünft noch eine ganze Weile so weitergehen könnte. Aber schauen wir mal. Eventuell gibt es ja Setups. 10-3.
10-3, 10-4, 10-5. Wird niemand was machen. Und die Buben denken sich, schön, Dank für einen Walk. Super. Super. Dafür hat man Buben, dass alle anderen wegschmeißen. Nico, einmal alles bitte. Genau. Wir sind all in im Blind-Duell mit Ass 6 gegen Ass 7. Wir gucken mal, ob Ass 7 hier ins Ziel kommt. Das ist Teilung möglich. Könnte schon eher eine Teilung werden, oder? Ja. Weil da eine 8 auf dem Tisch liegt. Andi sagt, für ein Turbo aber sehr angenehm zu spielen. Du bist wohl auch noch dabei, oder was? Spielt sich gut, ja, Bernie? Freut mich. Freut mich für dich. Wow. Uiuiui, das ist ein Flop, wo Nico möglicherweise ein bisschen was verlieren könnte. Cebit ist klar. Jetzt müssen wir mal gucken, was Robin hier anstellt mit seinem Drilling. Ja. Oh Gott, kriegt Nico den Absprung hin? Eigentlich nicht. Eigentlich schwer, oder? Wie willst du denn auf 9-9-4 gegen den Check Race folden mit 5 Mann? Da muss man schon eher tight eingestellt sein. Wow, kriegt er hin. Gut, 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 gut. Gute Niederlegung. Guter Wegwurf. Nico, da hast du auf jeden Fall nochmal den Kopf aus der Schlinge gezogen. Das hätte teurer werden können. Das hätte auch deutlich teurer werden können. König 10, Button open, Ass 6 im Small Blind. Fliegt das rein? Kann man das reinstellen? Liegen halt 1,6 Millionen in der Mitte, ne? Folden auch, okay. Ist halt noch die zwei deutlich shorteren Stacks am Tisch. Muss man jetzt mit Ass 6 nicht unbedingt in den Krieg ziehen. Oh, wow, okay. Ass 10 gegen Ass Dame. Das ist was, was vielleicht... Ass Dame geht aber schon rein, oder? Ja. So sieht das aus. Ich denke, Robin wird hier Abstand nehmen von der Sache. Macht er auch. Ass 10 geht weg. Nächste Blind-Erhöhung schon wieder. Eine halbe Million ist jetzt der Big Blind. Leute, ich glaube, also, naja, obwohl, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher mit der nächsten Pause, ob wir die noch erreichen. Ich glaube, das kann echt schnell gehen, ne? Ich glaube, das könnte echt schnell gehen. Eine Pause noch, ja, ne, maximal eine, maximal eine. Zweite wird es definitiv nicht. Maximal eine, ja, König. Aber ist halt die Frage, ob man die auch noch macht. Das sind jetzt noch etwa 20 Minuten. Erlkönig, ja, Bernie stellt eine sehr gute Frage. Wie viele sind noch bei einem anderen Turnier dabei? Erlkönig, schau mal bitte nach für mich. Das wäre super, dass ich auch mal ein bisschen planen kann, was den anderen Finaltisch-Stream dann angeht. Oh, wow.
Das ist ein Flop, wo wahrscheinlich von beiden Seiten alles rein muss. Danke für die Info. Und da sind wir all in. Knapp 12 Millionen liegen im Pott. Asse sind hier noch vorn gegen Dame 10. Turn ändert daran erstmal nichts. Und am River fliegt die Straße rein. Tja, Jago, mein Freund. Mein alter Kumpel aus Estland bastet hier auf Platz 5. Unglücklich mit Assen ausgeschieden. Bisschen mehr als 75.000 Dollar gibt es dafür. So willst du halt auch nicht raus aus dem Turnier, ne? Ach, Mann. Naja. Aber der Finne... er runnt halt, ne? Der Finne runnt. Das Ass-6-Ding, dann... Also, hat schon ein paar krumme Dinger... Ein paar krumme Dinge abgezogen. Naja. Leute, wir sind noch zu viert. Aktuelle Auszahlungsstufe. Wir sind über 100.000 sind wir jetzt hier unterwegs. 103, um genau zu sein. Ja, gibt sogar schon knapp 104, wie es aussieht. 103.892,74 Cent. Großer Haufen Geld. Bayern wurde hiermit verhundertfacht. Und Timothy West ist immer noch dabei. Normalerweise so wenig Chips, wie der hier hatte am Anfang. Zack, 29.000 Dollar, bumm, raus, achter Platz, tschüss. Nee. Immer noch dabei. Und es würde mich nicht wundern, wenn der ins Heads-Up kommt. Da wird zwar relativ eindeutiges Heads-Up zugunsten von dem anderen, aber würde mich trotzdem nicht wundern. So, was haben wir denn hier? Set 2er. Das ist da schon mal ganz nice bei Nico. Gibt allerdings leider keine extra Chips. Vielleicht auch ganz gut, dass er da nicht callt mit König Bube. Am River kommt da noch die Dame zur Straße, denn... Aber kein Teufel an die Wand malen. Werden mal keinen Teufel an die Wand malen. Sehen ein Blind-Duell, wo der Flop aufgeht. Beide treffen. Am Turn kommt so eine leichte Bremse rein. Dritte Karo-Karte. Interessiert Robin nicht. Spielt trotzdem nochmal an und bringt das Ding ja nach Hause. Eieiei. Was machen wir denn jetzt hier? Achso, ja, wenn direkt All-In, dann ist König 9 ja entspannter Fold. Dann ist König 9 ja entspannter Fold. Okay, also ich denke, Nico wird hier reinstellen. Ich kann mir durchaus vorstellen, so verrückt wie der Finne bisher drauf war, dass er das... Boah, Snapcall, Alter. Snapcall. Einfach so, als wäre es nichts mit König Bube. Okay. Flop ist sauber. Ah, Nico. Ich bin bei dir. Vierter Platz. 103.000 Dollar. Ich gebe dir ein, zwei Tage, dann wirst du dich ein bisschen drüber freuen. Aber das war natürlich echt, also wenn man sich jetzt überlegt, dass der größte Trottel im kompletten Turnier jetzt mit deinen Chips dort sitzt, ist natürlich unangenehm, ne?
Wir sehen direkt das nächste All-In. Ass König ist hier ziemlich gut unterwegs gegen Ass Bube von Timothy West, der sich über eine weitere Auszahlungsstufe zieht den Zehner. Der zieht den Gutshot am River raus. Ey, das gibt's doch nicht. Der Typ ist unsterblich. Timothy West. Was war denn das, ey? Aktuelle Auszahlungsstufe 143k. Ach man, Nico, ey. Echt jetzt. Scheiße. Oh. Ohne Scheiß, wie der Typ Snapcall, Alter. Da sitzt dieser Shorty namens Timothy West am Tisch und da geht wer all in. Der Typ raced und Snapcallt. Über 10 Millionen all in, ja. Das sind über 20 Blinds. Snapcall mit König Bube. Für annähernd eigenes All-In. Okay. Die Tabelle hätte ich gerne mal gesehen. Oh Mann, der Finne ist wahnsinnig. Der Finne ist völlig wahnsinnig. Aber vielleicht muss man auch ein bisschen wahnsinnig sein im Turbo-Turnier, um so ein Ding zu gewinnen, ne? Shitty, ey. Ach, das ist echt bitter. Das ist echt bitter. Nächste Blind-Erhöhung. 300, 600. Vierer, eiskalt. Button Open Race, Small Blind All-In, Vierer. Wurscht. Bumm. Timothy West ist at risk und das sieht am Turn nicht so gut aus. Wir brauchen König, Dame oder 10, ansonsten war es das hier. Und so sieht's aus. Die Vierer vom Finnen machen eine Straße. Tim, Alter. Geiles Ding, geiles Ding. Dir gönne ich's irgendwie. Du warst sympathisch. Du hattest wenig Chips von Anfang an. Hast dich jetzt hier hochgepumpt auf den dritten Platz. Wofür es über 140.000 Dollar gibt. Geiles Ding. Timothy West, guter Mann, gefällt mir. Schon der zweite ziemlich ordentliche Finaltisch, den er bei dieser WSOP spielt. Gute Turnierserie in jedem Fall. Leute, wir sind im Heads-Up. Wir sind im Heads-Up zwischen Robin aus Argentinien und Adnan aus Finnland. Der eine sehr, sehr entspannt, sehr, sehr ruhig, sehr, sehr kontrolliert. Der andere völlig verrückt, völlig wahnsinnig. Wie von Sinnen. Mal gucken, wer sich am Ende durchsetzt. Na, easy fold, König Bube, wem sagst du denn das? Klar. Damit rennst du offene Türen ein. Für ihn nicht, für ihn ganz, ganz klarer Snapcall. Augen zu und durch. Das ist mein Motto. Augen zu und durch. Carsten Schellesart ist gleich Ende. Meinst du, geht schnell? Ja, aber so wie der Adnan spielt, kann das schon sein, dass es schnell geht, ja. Aber gucken wir mal. Gucken wir mal. Joshua Binks grüßt dich. Liebe Grüße und herzlich willkommen zur Übertragung von Final Table. Von WSOP Event Nummer 78. Wir sind allerdings schon im Heads-Up. Du hast schon viel verpasst. Nico Koop wird Vierter. Bisschen über 100.000. Gar nicht so schlecht. Aber dafür, dass er zu sechst alleine etwa so viele Chips hatte wie alle anderen fünf zusammen. Ein Ergebnis, was jetzt nicht so geil ist. Nicht so geil. Aber er kam unter die Räder. Der Finne hat rasiert. Schöne Scheiße zusammengespielt, aber rasiert. Ja, da gab es Neuner gegen Ass 6, wo ein Ass kommt. Und dann gab es nochmal Ass Dame gegen König Bube. Und vor allem beides All-Ins, die der Finne niemals nehmen darf. Niemals. Völliger Blödsinn. Aber okay, so ist es. Ah, Joshua Binks ist schon seit 30 Minuten am Start, okay. Kannst du mal, und wenn es nur zwei Buchstaben-Nachricht ist. Hi, H-I in Chat kurz. Wenn du reinschaust. Reicht schon. Würde mich freuen, wenn du das beim nächsten Mal hinbekommst. Und meine nicht irgendwie auf drei Handy-Emojis warten muss, die hier im Browser-Chat nicht angezeigt werden können.
Aber trotzdem, liebe Grüße an dich. Liebe Grütze an dich, mein Guter. Leute, aktuelle Auszahlungsstufe sind ein bisschen über 197.000 Dollar und der erste kriegt etwa 260.000 Dollar plus ein WSOP Europe Package. Das beantwortet wahrscheinlich mal wieder die Frage, die wir letztens hatten, ob das WSOP Europe Package aus dem Preispool bezahlt wird und ob das quasi der erste dann mit selber bezahlt oder nicht. Er bezahlt es offensichtlich nicht, dafür ist der Preissprung schon viel zu groß. Na, von 197 auf 260, das ist ein ganz normaler, großer Preissprung. Da fehlt nichts. Da fehlt nichts an Geld. Leute, ist das hier eine All-In-Hand? Ich glaube ja, oder? 300, 600. Ass Dame gegen Sima. Jetzt wird geflippt. Jetzt wird geflippt für das Turnierende möglicherweise. Wir schauen. Boah, naja, klar. Na klar, kommt da gleich die Dame. Mich wundert es nicht. Zu 95% hat sich die Geschichte hier erledigt. Und so ist es. Robin aus Argentinien wird hier Zweiter, freut sich über sage und schreibe 197.000 Dollar und Platz 1 geht nach Finnland. Fragwürdige Spielzüge führen am Ende zu 271.841 Dollar und 90 Cent. Das war ein ganz schönes Geballer, aber gut, das haben wir eigentlich auch bloß einem zu verdanken, nämlich dem Finn. Und damit hat sich das hier auch schon erledigt am Finaltisch von WSOP mit Nummer 78, dem 1K Turbo No Limit Hold'em, ihr Hübschen. Wir wissen, es gibt heute einen weiteren Finaltisch bei mir on Stream. Ich werde ganz kurz diesen Stream beenden, Päuschen machen. Und sobald es losgeht, geht's los. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn dann innerhalb der... wann wird es starten? Halbe Stunde, Stunde vielleicht? Wenn dann der ein oder andere von euch noch am Start ist und mit mir zusammen auch den Finaltisch von Event Nummer 76 anschaut. Ihr Hübschen, ich bedanke mich für eure Zuschauerei. Es war doch schön. Schön, dass wir uns wieder getroffen haben hier auf einen weiteren FT. Ich winke, sende Küsschen und sage bis später, ihr Hübschen.